Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tagesglück am 12. Dezember 2018. Warum nenne ich diese Aufnahmen Tagesglück? Wir sollen jeden Tag etwas entdecken in unserem Leben, was uns glücklich macht. Oder mal 10 Minuten lachen. Weil das Leben ist schnell vorbei. Und vor wir sterben, blicken wir zurück. Und wenn wir dann sagen, ich habe noch gar nicht gelebt, das ist bitter, sehr bitter. Und das zu vermeiden, sollen wir das Glück auch in unserem Alltag entdecken. Und die Energiefelder betone ich auch immer wieder, weil das bewirkt etwas. Es besteht alles aus Energie. Und wir Menschen haben auch Energie, ein Energiefeld. Auch wenn das unsichtbar ist, trotzdem gibt es. Das kann man sogar messen. Und dieses Energiefeld, was uns umhüllt, hat eine sehr wichtige Funktion. Das ist unsere Anziehungskraft. Und es gibt ein Gesetz, eine von den hermetischen Gesetzen, und das besagt, Gleiche zieht Gleiche an. Und wenn wir mit Problemen beschäftigen und Angst haben, die Probleme werden nicht weniger, die Probleme werden noch mehr. Also sollen wir die Energie drehen, dass mal endlich in andere Richtung geht. Das Wichtigste, was wir tun können, die Angst loslassen. Angstfrei leben. Weil das ist der größte Stolperstein in unserem Leben. Und dann auf die Energiefelder achten. Was strahlen andere auf? Was strahlen anderen aus? Welche Einflüsse haben wir von anderen Menschen oder von Räumlichkeiten oder von Ort? Es gibt Orte, wo wir uns wohlfühlen und wir können aufatmen. Und es gibt auch Orte, wo wir das Gefühl haben, wir bekommen keine Luft mehr. Das bedrückt uns. Da auch drauf achten. Natürlich können wir nicht alles verändern in unserem Leben, aber wir können bewusster leben. Und dann kommt die kosmische Energie, das, was ich täglich zeige. Das ist auch nicht immer die Harmonie, aber das können wir auch ausgleichen. Und das hat auch eine harmonisierende Wirkung, weil dann sind wir im Einklang mit der Natur. Und da betone ich hier die 4 Elemente. Die Feuerelement ist immer aktiv. Das ist die Begeisterung, setzt alles in Bewegung. Die Erdeelement ist eher passiv. Das ist die Ruhe, vermittelt uns die Sicherheit, Stabilität, eine feste Boden unter unseren Füßen. Da finden wir die Ruhe. Und in Ruhe liegt auch die Kraft. Und die Erdeelement oder unsere Natur gibt uns diese Kraft. Und dann kommt die Luftelement, ist auch aktiv, setzt auch alles in Bewegung und vermittelt Worten. Also hat mit Kommunikation auch etwas zu tun. Und dann nach innen schauen, das ist auch passiv. Und das ist die Wasserelement. Das gibt uns auch Ruhe. Und die Element Wasser hat einen Bezug zu unseren Gefühlen. Und so wie die Einflüsse von außen kommen, von Sonne, Mond und Planeten, so können wir das ausgleichen. Das hat auch eine heilende Wirkung. Und das ist eine ständige Bewegung. Das bleibt nicht stehen. Das ist wie ein Tanz. Und schauen wir mal, wo befindet sich Sonne, Mond und die Planeten nach indischen Berechnungen.
Ich bevorzuge die indische Berechnung, weil das ist präzise. Übereinstimmt auch so, wie die Astronomen das auch berechnen. Sonne befindet sich noch im Tierkreiszeichen Skorpion, bald übergeht dann zum Tierkreiszeichen Schütze. Sonne im Skorpion gehört zum Wasserelement. Das hat mit unserem Unbewussten, mit unseren Gefühlen etwas zu tun. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock, übergeht dann zum Tierkreiszeichen Wassermann, bewegt sich im Grenzbereich, aber bei Sonnenaufgang ist noch im Steinbock und das bedeutet Mond im Erdeelement. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann, das ist Luftelement. Merkur bewegt sich im Tierkreiszeichen Skorpion, ich setze zu Wasserelement, da kommt noch Jupiter. Ja, Jupiter ist auch im Skorpion, auch Wasserelement. Venus im Tierkreiszeichen Waage ist Luftelement. Und Saturn erdet, hält die Energie zusammen, befindet sich immer in der Mitte und belehrt uns. Saturn ist der große Lehrmeister. Saturn bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze und da können wir etwas lernen. Bewegung, Reisen, Sport, Bewegung, Aktivitäten. Fehlt auch die Feuerelement und das brauchen wir als Ausgleich. So kommen wir zum inneren Gleichgewicht, zum inneren Harmonie. Die Wasserelement ist aktiviert, also wir haben Themen mit unseren Gefühlen. Vieles kommt hoch, gerade Erinnerungen entstehen, Angst, Unsicherheit. Dann brauchen wir die Luftelement, besonders was die Liebe, Partnerschaft betrifft. Mars, Venus, die beiden Liebesplaneten sind im Luftelement. Das bedeutet, in die Liebe, Partnerschaft haben wir gerade die Bedürfnis nach Leichtigkeit oder nach Humor, etwas spielerischer betrachten, auch die Kommunikation, aber mit Leichtigkeit und ein gewisser Freiraum, Luft zum Atmen, sehr wichtig. Mond aktiviert die Erdelement, wirkt auf unserem Alltag und das bedeutet, um die Finanzen kümmern und die beruflichen Situationen kümmern oder mehr Stabilität in die Partnerschaft. Und als Ausgleich hilft uns, im Gleichgewicht zu bleiben, wenn wir auf die Feuerelement konzentrieren. Das heißt, all das, was uns begeistert, wo wir sagen können, ich bin mit Feuer und Flamme dabei, dann auch tun etwas dafür, etwas in Bewegung setzen. Und das führt zum Ziel. Und wenn wir im Ziel angekommen sind, dann wird das Realität. Dann kommt die Erdeelement, dann wird das sichtbar und greifbar. Und so kommen wir in Harmonie und berücksichtigen, dass im Liebepartnerschaft wir Luft brauchen, also Leichtigkeit und einen gewissen Freiraum, ohne Druck, sonst zieht der andere zurück und unseren Gefühlen transformieren, mit unserem Größen bewusst zu sein. Wir brauchen dieses Selbstbewusstsein. Gefühlen ansprechen, vermitteln, nicht immer alles unterdrücken und da die Augen öffnen. Das auch bewusst wahrnehmen, weil das wird hier aktiviert. Aber nicht nur das betonen, was gerade aktiviert ist, sondern als Ausgleich das auch betonen, was von unserer eigenen Energie, von unseren eigenen Entscheidungen herauskommt. Und das ist gerade die Feuerelement. Auch die Mut zu haben, etwas Neues beginnen. Die heutige Engel nach Kabbalah ist Engel Jelachiah und hat die Zahl 44. Engel der Ewige wird angerufen bei Unternehmungen, das zum Erfolg zu bringen
oder einen Prozess gewinnen, begleitet uns auf die Reisen, das ist auch die inneren Reise gemeint, verhilft uns zum Sieg, hilft uns Konflikte zum Lösen, gibt uns Kraft und Mut und vermittelt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Steht in Verbindung zum Mars, das ist die Kraft, all das, was alles in Bewegung setzt, wie wir uns behaupten können, steht in Verbindung zum Wasserelement, das sind die Gefühle, und bei Mars Energie, das ist die Gefühle, die Männer gemeint, und steht in Verbindung zum Skorpion. Das ist die Wandlung, die Transformation, aber auch die Sexualität. Und das war meine heutige Botschaft, diese Glücksbotschaft. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Diese Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Diese geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt eure Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern. Verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und das ist maßgeschnitten, passt auf eure Persönlichkeit, passt auf eure Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und meine persönliche Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu
ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf eure Situation, passend auf eure Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesem besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.